Hallihallo und willkommen zurück bei Borderlands. Ja. Hier so kurz vorm Boss. Ich werde ab jetzt die Folgen, also keine Folgen mehr machen, sondern es so durchlaufen lassen, außer vor Bosskämpfen. Da wird dann immer ein Schnitt gemacht. Ja, weil man ja eh nicht auf die Uhr guckt und das wahrscheinlich sowieso vergessen wird. Und 45 Minuten Folgen oder wenn man je nachdem guckt, wären einfach viel zu lang. Ja, wollen wir nochmal reinlaufen? Jo. Gut, dann laufen wir mal rein. Das sieht ja gut aus. Werdet geläutert durch die Hitze! Ich sag mal, Pedekern. Ich will auch so einen. Flappenknacken. Töte den Kerl. Ja, nee, ist klar. Runtergeschossen. Ja, nein. Aha, ich schieße immer auf die Tanks. Hä? Ich habe irgendein Badass-Rang freigeschaltet. Okay. Ich weiß nicht was. So und so viele Trips. Wahrscheinlich. So, und jetzt geht der Kampf eigentlich richtig los. Aha. Aber nochmal. Jetzt sind hier auch genug Freunde. Hey! Ich habe wieder dieses typische Angewohnheit, fünfmal daneben zu schießen. Ja, das ist bei meiner Waffe im Moment schlecht verbraucht. Ich habe 9 Schuss im Wind und 3 Schuss von Frau. Aua, 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 aua. Ja, ich brauche Deckung, sonst bin ich gleich Hackfleisch. Werden mir deine Leben nicht angezeigt. Was? Unten. Da ist er. Das ist gerade etwas schlecht. Krieg mal zu dir. Bin da ja gar nicht so. Drück E. Krieg doch E. Ja, das ist ein wie immer. Ach, du bist der Gegner. Ach, deswegen. Ach, jetzt bin ich schon wieder tot. Der hat mich schon wieder angezündet. Der mag mich nicht. Nee, irgendwie nicht so. Mehr. Ich bin auch nicht gut. Ich hab gleich keine Munition mehr. Ich muss gleich mit der mit meinem Sniper arbeiten. Aua, 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 aua. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Mein Maschinengewehr macht pro Treffer 9 Schaden. Das ist ja enorm. Ich komme mal von hinten an, genau. Ah, spring auf die Kiste hoch. Ah, okay, funktioniert nicht. Der ist aber schon mal weg. Ist noch ja, weil Borderlands hat ja noch eingebaute unsichtbare Wände. Was hat Borderlands? Achso. Unsichtbare Wände, wo du dann nicht. Nee, ich bin die Kiste nicht hochgekommen. Ich konnte nicht hoch, nur springen. Der Aufzug ist da drüben. So. Los. Er hatte nichts dabei außer Geld und Munition. So an, ja, macht nichts. Deine klingt so explosiv und so. Macht der Gefangenen keine Komplimente. Was? Nicht? Warum nicht? Wenn wir gut sind, brauchen wir auch Komplimente. Ja, finde ich auch. Ausforderung fertig. Ich habe auch was zum Aufskillen. Da muss ich doch gleich mal. Richtig, deine Fähigkeit. Genau, so jetzt bin ich aber erstmal hier so. Wie hat man die Fähigkeit nochmal eingesetzt? Standardmäßig ist das. Hier ist F? F, genau, F war's. Die habe ich schon gleich auf Maus umgesetzt. So, könnte ich eigentlich auch auf Maus, wobei F kann ich mir gut merken. Ich kenne das ja alles auf den Vorteilen. So, was habe ich denn? Ach ja, mein Schild. Verteidigungswinkel 90 Grad, aktive Dauer 11 Sekunden, abklingt halt 16 Sekunden. Na, ob ich den so effektiv mal einsetze? Oh, den wirst du ganz häufig einsetzen. Vor allen Dingen ist der sehr witzig, wenn in diesem Fall ich mal wieder am Boden liege. Und du schaltest das an und drehst dich dann einfach zum Gegner. Der schießt dann auf dich. Stimmt, den, dann kann ich dich in Ruhe heilen. Und du kannst mich einfach ganz in Ruhe, weil du kriegst ja auch keinen Schaden. Und am Ende, wenn du mich dann geheilt hast, dann schmeißt du dein Schild und ja. Machst damit dann auch noch meistens die Gegner kaputt.
Ja, das ist natürlich auch. So, nicht wundern, wenn ich hier hin und wieder mal um irgendwelche Ecken laufe oder so, weil ich kenne das, dass hier teilweise eben ganz interessante Kisten versteckt sein können. Ja. Manchmal sind die ja recht interessant angebracht, also bei Borderlands 2 war es. Sind hier auch. Überall irgendwo. Ja. Was soll. Was, ne? Danke für die Warnung. Ach, verdammt, jetzt habe ich ja natürlich. Okay, steig in den Mundschutzzylinder und fahr nach oben. Achso, ich muss auch mitrennen. Ja. Ich habe natürlich, dadurch, dass ich es wusste, bin ich natürlich schon vorgesprungen. Ja, macht nichts. Ich wäre theoretisch auch gesprungen, wollte aber nicht, weil. Ich bin drin, Jack. Festhalten, ich trinke. Ja, ich muss mich halt wieder zusammenreißen. Naja. Man hätte es sich denken können, dass man hier lang muss, ne? Ja, aber. Na, oben angekommen, gib den Lift frei, ja, damit ich nachkommen kann. So. Hier Gegner? Ah, noch nicht. Lift freigeben. Wo soll man den freigeben? Egal, ich sammle jetzt mal ein. Läuft alles okay da oben? Ja, ja, genau. Alles gut, Junge. Alles gut. Wir haben nur noch keine Lust, dich rüberzuholen. Wir haben schon den zweiten Teil gespielt und mögen es nicht. Ja. Den Lift. Mach's weg, damit ich nachkommen kann. Was blockiert denn hier den Lift? Ein kaputter Loader. Ach so, ja, dann. Wenn es weiter nichts ist. Dass die aber auch immer im Lift liegen müssen, genau an solchen beschissenen Positionen. Oh. Du hast ja gesehen, wie die sich auch verstecken, wenn sie Angst haben. Ja, die meisten Munition will ich nicht kaufen, aber ich kann mir schon was verkaufen. Ja, richtig. Hat mir sowieso nichts interessiert. Persönlicher Gegenstand. Der macht was? Keine Ahnung, verkaufe ich. Der bringt 100 Geld. Ja, mein Gott, das ist sowieso nur irgendwas wieder zum Anhören. So. Yeah, ich kann ist das deine Spezialfähigkeit? Nein, das ist mein Nahkampf. Achso, was habe ich eigentlich als Nahkampf? Du hast ein Schwert. Das sehe ich gar nicht richtig. Ich sehe nur so ein. Aber warte mal, ich muss den Nahkampf mal umändern, weil der macht Sinn, nämlich auf die Maustaste zu legen. Weil V ist doch eine Scheißtaste. So, wo ist denn der Nahkampf? Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf? Wobei, ich habe mir irgendwie abgewöhnt, bei Borderlands braucht man keinen Nahkampf. Ganz selten. Och, du, hin und wieder setze ich das dann auch mal ein. Ah, ja, das ist doch schon angenehm. Halt immer wieder Klassen, die Vorteile haben natürlich im Nahkampf, aber... Prügel ihn einfach raus. Meine Gott, glaube ich nicht so. Och, diese Loader-Nerven. Kein Wunder, dass Dahl uns so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Naja. Nee. So, Jack, komm her. Geschafft! So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot-Container. Die Gier Hyperions wird nicht! Nachdem wir dich. Nein! Aua, warum hat denn der mich angezündet? Was soll denn der Mist? Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Hatte wohl ein Feuerzeug dabei. Jetzt müssen wir, ja. Auf was zum. Die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich es würde ja kann sagen, wieder Fehler, bevor. Aber ich brauche dich. Warte, ist da eine dabei, die ich brauche? Zu dieser Raumstation zu retten. Nein, für Roger, mich nicht. Ich finde einen Weg, die Helios zu retten. Ich nehme einfach die beiden. Du wirst nicht umsonst gestorben sein, falls du stirbst. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauche dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können die Laserwaffen sind witzig nachher. Du okay. Könntest sterben. Die haben die sind so ein bisschen wie die SMGs, also ja. Wenig Schaden, aber schnell schießend. Ja, okay. Aber die haben immer Elementarschaden dabei, also sprich Feuer, Elektro, Korrosion. Okay. Slack gibt's nicht. Also dieses Lilane ist diesmal nicht dabei. Okay. Dafür ist Frost dazu gekommen. Achso, ja, das habe ich auch schon gesehen. Da gab's auch irgendwie Errungenschaften. So, wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da unten müssen wir hin. Da unten? Nö.
höher rüber. Nee, hier unten. Der kommt gleich, der Container, der da ist. Na los, komm her. Und wenn ich hier stehen bleibe, werde ich tot gemacht. Wahrscheinlich. Man kennt die Spielchen, ja. So, ich wollte gerade sagen. Geht doch auf beiden. Ich will durchs Fenster, verdammte Kacke. Hat dieser Container Gurte oder hat er nicht? Toll. Das wird lustig. Ich möchte aus dem Fenster gucken. Ich will sehen, wie wir zerquetscht werden. Ja, alle Spieler alle sind erforderlich. Sind erforderlich. Ich bin den Vorgang abzuschließen. Was? Ach nö, ist das hier so ein Bug. So, nochmal. Ah, geht doch. Es gibt nämlich hier so einen Bug bei einem von den Bossen. Wenn du alleine spielst, kommst du nicht zu dem, dann musst du erstmal das ganze Spiel auf Offline-Modus stellen, damit der mitbekommt, dass du alleine spielst. Ah, dann weiß ich schon, was das nächste Update bringen wird. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich hier dich nach Concordia. Zum Schluss gibt's auch zu den Borderlands 2 DLCs, machen sie auch so ein paar Anspielungen. Okay. Also da... Ja... Wenn du den Jungs da oben, die sich mit dir unterhalten, genau zuhörst manchmal... Ja, okay. Los, wir müssen jetzt! Ich versuche es ja. Ja, dann schieß doch! Achso, ich sollte vielleicht eh drin. Ich dachte, da schießt es raus und sie sehen was Schönes. Ja, den sehen wir es halt jetzt so schön. Da ist er! Feuer eröffnen! Ah, Mist. Autsch. Warum Autsch? Wir wurden doch nur mit einer Kanone abgeschossen. So ein Schiff will ich auch haben. Und hier gibt's jetzt gleich den ersten Vorteil, wenn man ein Claptrap spielen würde. Okay. Sehen. Beziehungsweise diese junge Dame wird es dir erklären. Also ich kann mir nicht so ganz vorstellen, Hallo? Dass... Hallo? Naja. Hallo, ich dachte, du dass es ein Vorteil sein könnte, Claptrap zu spielen. Nee, warte. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und du erstickst. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn der Druckunterschied zu heftig wird. Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Nicht antworten. Spar dir die Luft. Nein, ich halte jetzt die Luft nicht an. Nein, ich kann mir gar nicht so recht vorstellen, dass das vor Borderlands 2 spielen soll, weil ja in Borderlands 2 die Helios-Basis da noch vollkommen in Ordnung ist. Ja, und hier im Moment wird sie noch aufgebaut. Die ist noch nicht heil. Jetzt wird sie ja gerade platt geschossen. Ja, nee. In der Bauphase. Das sind Baubehinderungen. So. Da würde ich gleich einen Antrag stellen. Also hier eine Anklage. Naja, also wenn man das nur Baubehinderung nennt, dann kann man ja froh sein, ne? So. Nee, und hier der Vorteil ist, wie eben angesprochen, Sauerstoff. Ja, braucht ein Claptrap nicht. Sauerstoff. So, ja, so. Der hat auch kein Gehirn, was irgendwie versorgt werden muss, ne? So, und jetzt sag schön die Luft anhalten. Ja. Und hier sollten wir jetzt auch wirklich gucken, noch nicht so viel rumlaufen, weil, achte auf dein Leben, es sinkt. Obwohl hier auch schon Kisten sind, aber wir kommen noch mal später, können wir hier nochmal hingucken. Nicht an das mit den Weintrauben denken. Das Problem ist. Wo hatten die ihre Sauerstoffblase? Ich wollte ja eigentlich gerade die ganze Zeit die Luft anhalten, ne? Aber. Ich krieg.
Das hier sind dann so Automaten, die stehen dann auf der Karte auch mit O2. Und da kannst du dann so eine Sauerstoffblase anbauen. Gut, ich wollte eigentlich gerade die ganze Zeit die Luft anhalten, aber irgendwie dachte ich, das wird jetzt doch länger dauern und Alter! Okay, das Springen ist ja ganz nett, aber. Gleich ist es geschafft. Wäre peinlich, jetzt noch zu sterben. So, wir müssen mal weiter. Aua! Aua? Ja, nein, weil ich da oben gegen gesprungen bin. Ich wollte mal hier raufspringen. Okay, ich muss mich an dieses olle Springen gewöhnen. Ja, das Springen ist vor allem, weil wenn du... Warum läufst du schon weiter? Och, warum nicht? Ja, warte auf mich. Zurück. Du musst nachher auch aufpassen, wenn du... Es gibt so ein paar Gebäude, da hast du einfach normale Schwerkraft. Da springst du so normal und dann hast du halt wieder welche hier, wo du einfach extrem springst. Das ist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig hier. Okay. Was machst du hier? Wir müssen zurück zur Helios-Station, aber das geht erst, wenn wir ein Störsignal irgendwo auf diesem Mond abstellen. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Du musst mal drauf achten, wenn du außerhalb von Luftblasen oder von Gebäuden Kisten aufmachst. Ja, was da passiert. Das Zeug wird wahrscheinlich wegschweben. Ich kann sie für dich reparieren. Und zwar selbst wenn du nicht so der Admin-Typ bist, wirst du froh sein um ein OS-Kit. Genauso, wenn du Leute killst so draußen und die lassen was fallen und die sind dann noch gerade in der Luft oder sowas, dann fliegt das sonst wohin. So, okay. Wenig Gravitation ist halt auch doof. Ja, das habe ich schon so gesehen, dass man die, Granaten. Granaten kaufe ich aber noch nicht. Habe ich gesehen, dass es da so hin und wieder, also habe ich gelesen, dass es da teilweise sehr ärgerlich sein kann. Ja, da musst du wirklich aufpassen, auch gerade wenn du so einen Boss killst und der ist gerade im Sprung, in der Nähe von einer Klippe und das einzig lilane Item fällt runter. Ja, warum auch nicht? Ich würde hier gerne drücken, weil da ein I drüber ist, aber irgendwie geht das nicht. Nee, geht noch nicht. Ist ja noch keine, Hörst du eigentlich das, was die hier labern gleichzeitig? Was? Ach nee, du hörst gerade gar nichts von deinem Spiel, ne? Ich höre überhaupt gar nichts. Ich müsste das Spiel einmal komplett beenden und. Deswegen redest du doch mal dazwischen, weil du es gar nicht mitkriegst, dass die hier am Palabern sind. Nee, Entschuldigung. Soll ich das gleich mal eben machen, denn, das damit ich du das eigentlich. Ja, bevor wir hier jetzt richtig, dann mache ich das mal eben. Kommen wir denn irgendwie zur nächsten Sauerstoffblase? Sonst hätten wir nämlich noch 3 Minuten. Bevor die Folge. Ach, jetzt ist sie schon weg. Du, das ist, die Sauerstoffblasen sind hier überall. Okay, na dann. Dann werde ich mal, ja, was mache ich denn in der Zwischenzeit? Damit ich bin doch schon gleich wieder da. Gott. Ich spring einfach ein paar Mal mit meinem Kopf gegen die Decke und dann geht's mir auch besser. Ja, dabei vergeht die Zeit natürlich auch viel schneller. Ja, natürlich, weil, weißt du, wenn man was tut, vergeht die Zeit einfach schneller. Und auch gegen die Decke und Wände springen kann lustig sein. Lalala, vor allem. Aber aufhören, wenn es rote Flecken gibt. Ja, dann ist es eh zu spät. Aber wenn ich das hier jetzt noch ein paar Mal mache, drehen die Zuschauer sowieso am Rad. Lalala. Okay, jetzt der Ingame-Sound so laut, dass ich den gleich runterstellen muss, damit ich dich noch höre. Ja, aha. Oh, meine Gegner sind schnell. Er hat dich angeschlossen. 1175 Ränge reinster Badassigkeit. Essigkeit. Badassigkeit. Du bist Essig, Alter. Badass-Rang verdient. Was haben wir denn hier? Erlege Gegner, während du in der Luft bist. Achso. Wofür kann ich jetzt? Grundstatistik? Keine. Also kann ich noch gar nicht einlösen. Was? Erziele kritische Treffer, während du in der Luft bist. 3 von 50. Welchen habe ich denn abgeschlossen? Kann ich das hier machen? Wenn du einen durch hast, ist das wie sonst auch. Badass-Rang, das letzte in deinem Inventar quasi und dann Token einlösen. Ach hier, erziele kritische Treffer mit einer Assault-Rifle. 25 von 25. Das war der erste, den ich abgeschlossen habe, weil ich da von hinten drauf gefeuert habe, wie so ein Wahnsinn hier. So, ich bin im Übrigen wieder da. Ja, ich sehe es. Gut, dann würde ich aber sagen, bevor wir rauslaufen, beenden wir die Folge. Nein,
oder? Doch, komm zurück. Gut. Dann, ja, beenden wir hier die Folge. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Ciao.